Grüß Gott und hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich möchte Ihnen Dinge aus meinem Sprechstundenalltag erklären, von denen ich weiß, dass viele Eltern über diese Dinge stolpern. Und ich möchte dazu beitragen, mehr Wissen an Sie heranzubringen. Heute geht es um den Storchenbiss. Storchenbiss spricht im Prinzip die Eltern an, die ein Baby haben, welches solche Veränderungen im Gesicht oder im Nacken aufweist. Sie sehen auf diesen Bildern bläulich-rötliche, fleckenförmige, streifenförmige Veränderungen, die meistens in der Gesichtsmitte und in der Nackenmitte auftreten. Oftmals recht deutlich und entsprechend machen sich viele Eltern Sorgen darum. Diese Veränderungen haben fast alle Neugeborenen in den ersten Lebenstagen und Wochen und oft auch Monaten noch sichtbar und sie sind völlig harmlos. Das heißt, das sind Gefäßerweiterungen, die am Ende der Schwangerschaft und beim Geburtsverlauf entstehen und die sich aber wieder zurückbilden. Also Hautveränderungen, die eines Tages nicht mehr zu sehen sein werden. Der Begriff Storchenbiss, der kommt aus der Geschichte. Früher hat man den Storch beschuldigt, dass er die Babys bringen soll und hat es auf den Bildern entsprechend auch gezeichnet. Und das typische Bild ist eben, dass ein Storch ein Baby am Nacken packt und entsprechend es den Eltern bringt. Und da kommt eben dieser Begriff her, Storchenbiss. Denn wenn man zwickt, entsteht gern ein Bluterguss und so hat man das entsprechend angedeutet und diesen Begriff eingeführt. Storchenbisse treten meistens in der Mitte auf und das bedeutet eine weitgehend hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es eines Tages, nach mehreren Monaten allerdings auch, erst verschwunden sein wird. Und bei manchen Kindern kann man es auch dann noch sehen, wenn sie zornen, dann später, dass man dann diesen Bereich des ehemaligen Storchenbisses noch mal deutlicher sieht. Die Veränderungen im Nacken sind oft länger zu sehen, aber dadurch, dass die Haare drüber wachsen, hat es auch keinerlei Bedeutung. Die Storchenbissveränderungen, die an der Seite zu sehen sind, die haben eine nicht ganz so hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie vollständig verschwinden. Aber sie sind entsprechend auch selten. Aber jetzt wissen Sie mit dem Begriff Storchenbiss wenigstens etwas anzufangen. Mein Kind ist ständig krank. Warum? Ja, dieser Satz fällt häufig, vor allem im Herbst, im Winter, weil da eben die Zeit ist, wo die Krankheitserreger umeinander sind, wo viele Menschen um uns herum entsprechend erkältet sind und man sich entsprechend leichter ansteckt. Und Kinder starten mit ihrem Immunsystem bei Null. Bei Schmieraugen oder bei laufenden Augen, bei Neugeborenen und bei kleinen Babys vorgeht. Das ist nämlich ein Phänomen und auch ein Problem, was recht häufig vorkommt. Eigentlich betrifft es so gut wie jedes Neugeborene in den ersten Lebensstunden und bei manchen eben auch noch in den ersten Lebensmonaten. Und da ist es ganz sinnvoll zu wissen, wie man da am besten vorgeht. Das Phänomen der Schmieraugen, das entsteht durch einen anatomischen Prozess, wenn man mal so will. Ohrenschmerzen. Jeder, der selbst mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und es ist mir absolut klar und auch, es ist auch mir auch verständlich, dass man da Hilfe braucht, wenn ein Kind brüllt und brüllt. Wenn es alt genug ist und es äußern kann, dass es Ohrenschmerzen hat, umso besser, dann weiß man wenigstens, mit was es zu kämpfen hat. Und für viele Eltern ist das ein Riesenproblem, damit umzugehen.